wir jetzt endlich mal fliegen lernen und mir dann noch einen Besen kaufen können. Um mich nicht immer überall zu Fuß fortbewegen zu müssen. Das wäre schon ein wichtiges Achievement. Oha. Wir wurden Ringe aufgebaut. Das heißt, wir kriegen jetzt hier unsere erste Flugstunde. Wir werden vielleicht noch einen Professor kennen. Zuerst vom Besen. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Was ich gerade gesagt habe, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Danke. Los, jetzt Sie. Hoch, hoch. Hoch, du dämlicher Schulbesen. Na, hoch. Auf Anhieb. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Juhu. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Wir das versuchen. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Ah, verstehe. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Daran gewöhnt man sich nicht so schnell. Oha. Na, das muss noch ein bisschen üben. Einen eigenen Besen. Auf jeden Fall. Wir werden uns auch einen besorgen. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie das heißt, Sie eine gewöhnt. Eher fortgeschrittene Übung meistern. Ich habe gerade die ersten Bewegungen damit gemacht und ach du Scheiße. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Ach du Scheiße, Geschwindigkeit. Ja, so soll es sein. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Ja, finde ich auch sehr schade. Naja, Geschwindigkeit kann man das noch nicht nennen. Und dann ist ein Feuerblitz besungen, dann gibt's Geschwindigkeit. Hoch hier. Der Taste war das. Oha. Das ist eine Tour. Nach der war ich aus. Und runter. Ich übe noch ein bisschen.
Die Kiste nehme ich hin. Okay, es wird nichts. Nicht mit der Geschwindigkeit. Ah, ein Schal. Fantastisch. Ich hoffe, wir haben doch Zeit, oder? Die brauche ich nämlich. Das war nicht endlich. Na doch, war's. Du hast 50 Anläufe gebraucht. Das macht ziemlich Spaß. Gut, ich kann das. Naja, der Besen ist noch ziemlich lahm. Das ist ja auch erst ein Anfänger. Hat das jemand gesehen? Stunde. Das macht sie. Haha, gut gemacht. Hast du Zeit? Nein. Letzten Hammer verfehlt. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Naja. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre? Kogawa scheint streng zu sein. Ich will keinen Ärger. Kogawa merkt das doch nie. Außerdem, ein Vogel lernt das Fliegen nicht, indem er im Nest bleibt. Folge mir. Kannst du doch nicht ablehnen. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Ja, sonst gibt's noch einen Rausschmiss für uns. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Oh, ich wollte hier durch die Gänge fliegen. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Okay. Beschleunigen. Oha. Das ist schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Nö. Ein Hippogreif werden wir wahrscheinlich noch fliegen dürfen. Im Tierwesenunterricht. Die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Ach, die Eulerei. Sagen wir doch mal den Eulen guten Tag. Ja. Sollten uns keinen Ärger anhelmsen. Wahrscheinlich schon haben. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Das war großartig. Oh, hallo Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von gezwungen. Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten.
Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Welche jetzt suche in der Hufflepuff-Mannschaft? Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Auf jeden Fall. Ja, aber wir hatten Ärger dabei. Kogawa könnte uns das übel nehmen. Das war großes Pech. Ich dachte, sie sieht uns nicht. Aber das ist egal. Kannst du nur so blöd sein. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Das machen wir doch sofort. Trainieren können wir nicht mehr. Madame Kogawa, was da im Unterricht passiert ist. Verlieren wir kein Wort darüber. Der Punktverlust für Hufflepuff sollte sie in Zukunft von derlei Unsinn abschrecken. Professor Weasley bat mich, sie ein paar zusätzliche Zauber zu lehren, also halten Sie Ausschau nach einer Eule von mir. Sie können auch jederzeit vorbeikommen, wenn Sie Fragen haben. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verbotene Zauber. Wo wir üben können. Bringt mir aber der Kinder vorbei. Ich hab einen Krypta. Confringo. Okay. Durch Professor Weasley, Beschwörungszauber. Okay. Confringo ist auch was wert. Aber ich würde erstmal nach Hogsmeade. Da bist du ja. Die Duellantin, die es zu schlagen gilt. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Ich brauche unbedingt einen Besen. Ah, der Raum der Wünsche wahrscheinlich. Immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, ja. Ich würde mir aber meine Schnellreise erlauben. Wenn ich mir den ganzen Weg. Zu Fuß laufen. Mir wurde gesagt, es gibt Besen noch mit. Ich bin auf. Sonntagsstart. Teesorten. Honigtopf. Hier, Auswahl im Besen. Da wollen wir hin. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ich glaube, das mit den 2 Minuten Ladescreen ist ein bisschen übertrieben, aber. Hier die Goblins. Aha. So, wo gibt's Besen zu kaufen? Und wir werden das. Sag mal, wer oder wenn das gut hat. Wenn das geht. Nö, mit ihm können wir nicht reden. Sehr bedauerlich. Hier gibt's Besen. Ah, oh, ein neues Gesicht. Wunderbar. Wie viel kostet ein Feuerblitz? Hallo,
Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spint Witches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Nimbus 2000 zumindest. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Ich hoffe, die Kosten kein Problem. Na, wonach suchen Sie heute? Blutsprintbesen, defekte Besen, Pferde mit feurigem Temperament. Hogwarts Hausbesen, ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Aha. Mondraketenbesen. Dieser hochwertige, aus Asche gefertigte Besen steht für außerordentliche Stabilität. Ein Wildhauchbesen, ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist. Und hier haben wir den Eibenweberbesen. Komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Okay, der sieht aber seltsam aus. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Mhm. Jetzt hätten wir den Windhauchbesen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Mit Taschen. Eine Lampe. Dafür darf Besen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Nee. Der hat bestimmt Turbo. Das ist ein typischer Reisebesen. Und weil sich aufs Asche gefällt, der Besen steht für außerordentliche Stabilität. Mit einer Lampe dran. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der hier aber auch. Aha, macht das irgendwas vom Unterschied her? Sind die irgendwie... kosten alle gleich viel? Sind die irgendwie wertvoller, weil die sind irgendwie schneller oder... wahrscheinlich nicht. Das Aussehen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Vom Aussehen her wäre ich fast hier bei dem Feuerbesen. Blutspundbesen. Feuerblitz. Der hat Stil. Wenn er noch Funken schlägt hier hinten beim Fliegen, beim Turbo fliegen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Das sieht halt viel zu sehr nach dem Standardbesen aus. Da weiß ich nicht. Die Laterne, das hätte natürlich auch was. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Würde ich aber eher den nehmen, der hat eine elegantere Lampe dran. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja. Ich bin mir unschlüssig. Schwanke zwischen dem. Das muss nicht sein. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Mit Sprintbesen oder dem Windhauchbesen. Der Windhauchbesen sieht allerdings hinten ein bisschen ausgefranst aus. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Bin ich den schon beeindruckender? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Hält doch mal den Sammel. Nur durch die Nacht fliegen ist natürlich... Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Denke ich, würde mal den hier nehmen. Obwohl der auch echt geil aussieht.
Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich kann mich nicht entscheiden. Da sie gleich viel kosten, kriegt die Besen für alle Betreuung und Temperament einen Stiefel Besen, der rechts zur Hand warm ist. Wirklich. Das ist so ein bisschen. Wirklich. Also, der sieht nicht nur so aus. Das ist wirklich. Belügen sie nicht an. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der sieht hübsch aus. Würde ich schon sagen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ach, ich würde mal sagen, ich nehme den hier. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen, die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Kriegen wir also für Leistungen. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Na, wonach suchen Sie heute? Hat er noch was anderes? Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Warte, vielleicht kann ich etwas verkaufen. Suchen Sie heute? Den Hut hier, den wir eh nicht tragen werden. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja. Ich verkaufe hier. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich kaufe hier im Klamottenladen. Jetzt will ich bessere Kleider. Ja, das auch, aber. Preise. Okay, der Schall geht ja mal gar nicht. Den können wir auch gleich verkaufen. Hoffentlich. Gut geschlossen. Aber irgendwie kriegen wir die Items aus dem hier. Den Fortschrittsdings nicht. Ich weiß nicht warum, aber. Kosmetische Änderungen, die im Ausrüstungsmenü mit der Option Erscheinungsbild ändern, angewandt werden, Erscheinungsbilder in dieser Liste werden für besondere Leistungen, die Herausforderungen und Aufträge belohnt. Ausrüstung sind eine Option. Okay.
Ruinen ändern haben wir noch nicht gefunden. Die können wir dann noch verbessern. Das von dem der Exot spricht, könnte ich nicht finden. Wie können wir den Besen jetzt eigentlich ausrüsten? Das würde mich mal interessieren. Okay, auf dem Quidditch-Feld müssen wir sprechen. Nur irgendwie anders den Nass fliegen. Von A nach B. Das ist die Klamottenladen. Da will ich jetzt nicht so. Das war der Friseur. Da will ich jetzt nicht so unbedingt hin. Kleidungsladen. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Niemand schaut dich an. Der Junge da. Warum hast du mir noch ein paar gekauft? Ich hasse diese Socken. Zu dem Preis kann man sich nicht entgehen lassen. Sei froh, dass du Socken hast. Keine Socken, als so zu tanzen. Nein. Du tanzt doch nicht. Du trainierst. Papa, warum tanzt Lust auf eine kleine Stilveränderung? Du sagtest, wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Okay, Hüte. Nein, ich kaufen. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Oh je. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Nicht alle. Nee. Diese Frau würde alles sagen, um keinen Knut auszugeben. Mhm. Zweifarbiger Hausumhang. Den würde ich gleich mal nehmen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Die Maske können wir noch nicht kaufen. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Nein. Auch nein. Oder Trollhausmaske. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Absolut nein. Nein. Ja, glaube ich schon. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Definitiv nein. So, was können wir hier wieder loswerden? Den silbrigen Schein wollen wir loswerden. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das haben wir, glaube ich, bei ihm gekauft oder haben wir von ihm geschenkt bekommen. Ich werde jetzt mal wieder los. Eine legere Schule von irgendwie hat die doch was. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir die tragen werden oder nicht. Und behalten würde ich. Das würde ich auch erstmal noch behalten. Die Standarduniform. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Okay, wir haben einen Umhang.
Sieht nicht schlecht aus. Das jetzt hier zu kaufen. Ein bisschen Geld. Was gibt's hier? Katzen. Schreiber an den Katzen. Diese Katzen halten sich in der Nähe von Schreiberlings Federladen auf. Vielleicht sind es die Federkiele, die sie anlocken, oder die Leckereien, die die Besitzerin oft für sie übrig lässt. Schwarze Katze. Und Schnurrt. Münzchen kaufen können wir hier gerade noch nichts. Unser Zauberstab sieht auch großartig aus. Rebellio. Magische Post. Die Rohre im Postamt sortieren auf magische Weise die Post. Das Postamt selbst beherbergt über 200 Eulen, deren Farbe anzeigt, wie schnell ein bestimmter Brief oder ein Paket zugestellt werden muss. Und noch eine Eule reinhocken uns. Habe ich ein neues Level bekommen oder was? Hier ist mein Kaffee. Teeladen-Deko. Diese Teeladen spiegelt den Geschmack der Inhaberin, Mrs. Deeply, wieder und ist ganz in der Farbe rosa gehalten und mit Rüschen verziert. Ein fröhlich klimpernde Glocke läutet, wenn der Kunde eintritt. Den ganzen rosa gehalten, aha. Mit Farbenblindheit kann man auch nichts tun. Sehe hier sehr viel Grün. Stil verloren. Uniform. Sieht man ähnlich hier drunter. Ich bin nicht so der Freund von dem. In Schulenform. Auch wenn es außergewöhnlich ist. Also wir behalten es noch. Können wir vielleicht verkaufen. Schau mich hier mal. Oh, der Honigtopf. Rebellion. Honigtopf, Handbuchseiten. Der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten. Von zwischenden Wispies bis hin zu explodierende Woodbottles. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwartet, bevor sie die Waren des Ladens probieren.